Dippel, Hakola ist ein finnischer, altfinnischer Vorname für die, die es noch nicht wissen. Ich bin seit fast 30 Jahren mit Claudia verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, die inzwischen alle erfolgreich in ihren Berufen tätig sind. Ich werde Ende August erstmalig Opa. Ich bin gelernter Förster und damit für den Beruf des Politikers bestens geeignet. Und denn es heißt, ein Förster kann alles, aber nichts richtig. Also genau wie ein Politiker eben auch. Ich habe 18 Jahre lang ein kommunales Forstrevier in Volkhausen geleitet und bin seit 2005 an dem dortigen Forstamt in Dienst. Es gibt im Grunde genommen drei große politische Bereiche, oder ich sehe drei große Bereiche, um die es sich lohnt oder die man dringend bundesweit gesehen abklabastern muss, wo es überall klemmt. Das ist zum einen die Euro-Krise. Dort sind eben im Laufe der letzten, ich sag mal so ein bisschen pauschal, 15 Jahre immense Schulden und Risiken aufgehäuft worden, die uns allein schon den Hals brechen würden. Ich will es nicht allzu sehr ausdehnen. Der zweite große Punkt, den ich so sehe, ist der Klimaschutz bzw. die darauf aufbauende Energiewende. Als 2011 nach einem Tsunami und einem Seebeben, oder umgekehrt einem Seebeben und einem Tsunami in Japan, dann das Kernkraftwerk Fukushima in die Luft geflogen war, meinte eben die Bundeskanzlerin Merkel, dass an dem Tag auch unsere ganzen deutschen Kernkraftwerke unsicher geworden seien, überprüft werden müssten, am besten sogar abgestellt werden müssten. Nach einem kurzen Moratorium, wo dann einige abgestellt und nicht angestellt werden durften, ist dann mit dieser Ethikkommission beschlossen worden, dass diese sichere Energieversorgung oder sagen wir mal Stromerzeugung bis 2022 endgültig abgeschaltet werden soll. Stattdessen will man eben auch jetzt zunehmend mehr die Kohlekraftwerke abschalten und stattdessen ein Industrieland wie Deutschland mit dem selten wehenden oder zu viel oder zu wenig wehenden Wind und Sonne mit Strom versorgen. Aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht geht das nämlich überhaupt nicht, weil energieintensive Betriebe, und das ist in dem Industrieland eben ganz besonders wichtig, die müssen immer zu dem entsprechenden Zeitpunkt die angeforderte Energie, Strom muss man eigentlich korrekterweise sagen, zur Verfügung haben. Und das funktioniert nicht mit Sonne und Wind. Es würde, sagen wir mal, rein technisch eventuell funktionieren, wenn Speicher vorhanden wären, also jetzt schon aufgebaut wären, aber eben auch nur technisch, wenn man sich das einfach mal durchrechnet, was dann die Kilowattstunde Strom kosten würde, ist es wieder illusorisch daran zu glauben, dass das funktionieren würde. Und man hat schon festgestellt, dass in den letzten 10, 15 Jahren die Eingriffe in das Stromnetz oder in unser Stromnetz so häufig geworden sind, um zu verhindern, dass es zu einem sogenannten Blackout kommt, dass unter Energieexperten eigentlich nur noch eine Frage des wann so ein größerer Blackout kommt, ist und nicht mehr eine Frage des ob. Ja, und der dritte große Punkt, um den ich meine, dass man sich kümmern muss oder dass uns auf den Fingernägeln brennt, ist die illegale Grenzöffnung durch Frau Merkel Anfang September 2015 mit der nachfolgenden, ich sag mal so ein bisschen salopp, Flutung Deutschlands mit Migranten aus dem Nahen Osten und Nordafrika und den ganzen Problemen, die wir ja nicht nur in Deutschland, Berlin oder sonst wo sehen, sondern bis hier runter in den Landkreis oder auch in den einzelnen Ortschaften, wo wir wohnen. Natürlich haben wir, sagen wir mal, in irgendeinem kleinen Dörfchen im Landkreis Waldeck-Frankenberg nicht ganz die heißen Probleme, wie sie vielleicht in Frankfurt in der Nähe vom Bahnhof sind oder wie in Duisburg oder in Berlin, aber sie sind eben auch deutlich merkbar. Natürlich werden Sie jetzt fragen, was sollen diese großen überdimensionalen bundespolitischen Themen auf unsere Richtung jetzt hin zur Landtagswahl. Aber alle diese Themen greifen ja vom Bund auf das Land, wie ich eben schon sagte, und dann hinterher auch auf die Kreise über. Und ich habe mir da mal so drei Punkte rausgesucht, damit ich meine Redezeit nicht allzu sehr überdehne. Das ist zum einen die Windkraft,
zum zweiten die Sicherheit und zum dritten die Bildung. Die Windkraft, damit beschäftige ich mich schon eine ganze Zeit lang, also das Technische will ich hier ein bisschen jetzt außer Acht lassen, aber so einen Schlagpunkt mal setzen. Vor einigen Jahren, vor 2 Jahren, meine ich, ist es gewesen, hat die hessische Landesregierung gesagt, wir stellen 2% des Staatswaldes zur Verfügung, um dort eben mit Windrädern Strom zu produzieren. Dass damit dann gewissermaßen, in der Folge ist dann eben der Teilregionalplan Energie geändert worden in den einzelnen Regierungspräsidien. Unserer ist letztes Jahr, ich glaube so nicht zu erinnern, Anfang Juni dann vom Parlament genehmigt worden und ist damit in Kraft. Das heißt, also auf diesen ausgewiesenen Windvorrangflächen dürfen jetzt Projektierer und Planer Windkraftanlagen planen und auch errichten, und das ist fast nicht mehr zu verhindern, es sei denn, es gibt noch irgendwie ein spezielles Artenschutzgutachten, dass das gewissermaßen, dass da irgendwie ein Schwarzstorch oder ein Rotmilan oder zu viele Fledermäuse da sind, dass dann eben da gebaut werden kann. Eine Besonderheit bei dieser Geschichte ist noch, dass das nicht über das Baurecht geht, die Genehmigung von solchen Industrieanlagen, wie ich es immer sage, im Wald, sondern über das Bundesemissionsschutzgesetz, und da hat gewissermaßen der Regierungspräsident quasi die Genehmigung, ist die Genehmigungsbehörde. Ja, und dann hatte ich gesagt, innere Sicherheit ist nicht ganz richtig. Für die innere Sicherheit ist der Bundesinnenminister zuständig, aber wir haben natürlich ein Sicherheitsproblem hier in Hessen. Und ich kann Ihnen jetzt in der Kürze der Zeit auch nicht sagen, das müsste man als erstes machen und das als zweites und das als drittes, um die Sicherheit wiederherzustellen, oder diese Punkte sind bei uns wichtig und diese Punkte sind vielleicht in Frankfurt wichtiger und das ist in Fulda wichtiger. Aber im Prinzip oder die generelle Richtung, die wir einschlagen sollten, ist es dafür zu sorgen, dass mit geeigneten Maßnahmen es wieder möglich ist, dass unsere Frauen und Töchter, Kinder allgemein, aber Töchter besonders, eben auch nachts in Dörfern oder Städten wieder sicher unterwegs sein können, ohne Angst haben müssen, überfallen zu werden. Der dritte Punkt, den ich so ganz kurz streifen will, ist hier das Landesthema Nummer 1, die Bildung. Und da kann man so gewissermaßen den Bogen spannen von der Frühsexualisierung in Kindertagesstätten. Da haben wir eine sehr schöne offene Fraktionssitzung mit einem Vortrag gehört über das Schreiben lernen in Grundschulen nach Gehör, wo also die Kinder erstmal so schreiben lernen, wie sie es hören, und dann nach 2 Jahren gesagt sind, Edge ist alles falsch, jetzt müsst ihr das Schreiben richtig lernen. Dann über die Gefahr der Abschaffung eines gegliederten Schulsystems und eben einer kompletten Inklusion, dass also behinderte oder eingeschränkte Kinder eben in die normale Regelschule mitgeführt werden sollen. Und dann ganz zum Schluss eben bis hin zu einem Abitur, einer allgemeinen Hochschulreife, die noch nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, gewissermaßen. Also da ist es eigentlich überall dringend erforderlich, dass die AfD da tätig wird und die entsprechenden Direktkandidaten natürlich auch. Liebe Freunde, ich will der AfD, die AfD hier in Waldeck-Frankenberg ein Gesicht verteilen. Also ich glaube nicht, ich hoffe zwar sehr, dass durch irgendwie eine Art Wunder oder sowas, dass ich mit 40.000 Stimmen ein Direktmandat erringe, aber das ist so eine ganz vage Hoffnung, aber man darf sich ja mal was wünschen. Aber in der Realität bleibe ich mit den Füßen auf dem Boden und werde dafür sorgen oder dafür arbeiten von Mitte August, Ende August, dass eben unsere AfD das Bundestagswahlergebnis erreicht. Oder mein Ziel ist es ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr, also 13, 14 und dann vielleicht sogar 15% erreicht. Dazu werde ich dann also so ab Mitte August, wir werden das dann noch mal so ein bisschen abstimmen, durch die 10 Gemeinden hier unseres Wahlkreises tingeln und in den potenziellen Wählern unser Landeswahlprogramm, was wir vorgestern in einer Marathonsitzung in Gießen-Allendorf beschlossen haben, nahebringen.